wenn ich mich hier umsehe, da haben wir von geträumt. Ne? Solche Plätze, uns in die Schuhe ausgezogen, in den Mutt. Ja, ist aber tatsächlich so. Ne? Kein Vergleich, überhaupt kein Vergleich. Ne? Wenn es geregnet hat, ja, dann war ein Flachpass unmöglich. Ne? Eines guten Tages stand vor unserer Haustür drei Mann, Trainer Hempel, den kennen Sie alle gar nicht, Hempel kennen Sie aber noch nicht, und wollten, dass ich zu St. Pauli komme. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, wie kommt ihr da auf? Was soll ich bei St. Pauli? Oder? Ja, und dann ein Wort oder andere. Und dann haben sie mich hier eingeladen. Und St. Pauli war für mich damals, als junger Bengel hier, nicht hier. Unvorstellbar. Und so bin ich nach Hamburg gekommen. Wer mich hier empfohlen hat, da kann ich nicht sagen. Der Trainer hat gesagt, ja, bist du mal im Tor? Ja, ich sage ja. Und das war in Itzehoe zum 400-Jahres-Feier. Da bin ich in meiner Heimatstadt, also Itzehoe, Brunsbüttel ist ungefähr 20 Kilometer auseinander. Ne? Und der sagt, Harry ist verletzt. Ja, du machst doch gerne Tor sehen. Ja, dann habe ich da im Tor gesehen. Und das war natürlich ein Highlight. Ich war bekannt da unten. Und Stolfang steht im Tor. Das war unbeschreiblich, war das. Und der Torwart von Itzehoe, mit dem wohnte ich. Da gibt es Süd- und Nordseite, ne? So fast zusammen. Wir kannten uns. Und dann komme ich auf die Toilette an und wir pinkeln da und der guckt dann und sagt, Uwe, was ist? Ja, ich sag, Bobby, ich stehe im Tor heute. Ich war, seit ich denken kann, St. Paulianer. Ne? Wenn wir früher Elbdeich bei uns oder Straßenfußballer, wenn ich nicht St. Pauli sein durfte, habe ich nicht mitgespielt. Ja, ich finde das super. Ja. Ich wusste ja gar nicht damals, wie er hier bei Holstein das machte und so. Ja, ich habe von der ganzen Sache keine Ahnung gehabt. Ne? Und ja, als er mir dann sagte, er kommt aus St. Pauli, finde ich gut. Ne? Ich kann mich noch nicht reinversetzen, was sie so hier treiben. Ich sehe das, wenn wenn ihr mal so einen Ausschnitt da im Fernsehen, dann gucke ich mir den an. Aber ich kann mit dem nicht ganz so viel anfangen, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, hier, wie das läuft. Wie er gesagt hat, ich kann bei St. Pauli hier das machen. Ich sage, Mann, ne? Da bin ich hier voll mit Einverständnis. Nee. Ganz wichtig ist, er muss ein Kumpel bleiben. Nee? Man muss mit ihm gut auskommen, er muss mit allen Leuten gut auskommen. Nee? Und dann wäre ich zufrieden. Und ich sehe das ja, er ist ein bisschen anerkannt. Kiel war auch so, mehr kann ich nicht erwarten. Da erfüllt er alle Wünsche. Ob Sie mit ihm nachher zufrieden sind, dann schreiben Sie mir hier, er hat Scheiße gebaut, dann kriege ich einen auf den Deckel. Ne? Ne, ich finde es gut, dass er hier gelandet ist. Finde ich gut.